Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir endlich diesen üblen Abschluss Trainingsdungeon hinter uns gelassen und haben unseren Beutel vollgestopft. Aber ein Item habe ich leider vergessen mitzunehmen. Das muss ich jetzt noch kurz nachholen. Und zwar ist das die Endikarte, genau. Weil sie erhöht die Spezialverteidigung eines Indivis bzw. eines Lorblatts bzw. eines Meganie. Deswegen muss das in unseren Beutel rein. Ja, passt. Gut, das war's dann aber auch. Okay, ja, das war's. Gut. Einigen von euch ist vielleicht dieses Pantimos aufgefallen, dass halt ein paar Parts hier einfach so rumsteht. Und ich werde es mal fragen, was es will. Hallo, Pantimos. Oh, hallo. Ihr habt den Tag wie immer mit Erkunden verbracht, ja? Überaus tatkräftig. Schon gehört die Geschichte des großen Erkunders Xerox? Xerox war ein Erkunder der Extraklasse, dessen Ruf sich weit über diese Welt hinaus verbreitet hat. Wohl wahr, er hatte einen Ruf, dem alle Erkunder nacheiferten. Aber dieser große Erkunder wurde erst vermisst gemeldet, als er die Blizzard-Inseln tief im Südwesten erkundete. Viele Erkundungsteams machten sich auf, um den großen Erkunder zu retten. Doch ein Team nach dem anderen gab durch die bitterkalten wirbelnden Blizzards auf, bis sich kein Team mehr wagte. Diese Geschichte liegt viele Jahre zurück. Dazu kamen viele Gerüchte. Eins lautete, dass der Erkunder Xerox nach einem unglaublichen Schatz gesucht habe. Erst kürzlich erfuhr ich, dass euer Team Greenwater ein Erkundungsteam von großem Sachverstand sei. Kein Erkunderteam hat sich auf die Blizzard-Inseln gewagt, seitdem die Rettungsversuche damals scheiterten. Vielleicht sollte ja Team Greenwater dorthin gehen, ja? Wie ich gehört habe, liegt die Blizzard-Insel im Südwesten der Karte. Okay, lass mal sehen. Ja, ganz im Südwesten der Karte. Weiter geht es gar nicht. Okay. Gut. Soll ich jetzt bereits dahin gehen? Ich weiß es gar nicht. Soll ich noch ein bisschen trainieren? Ich bin mir gerade unschlüssig. Ich glaube, ich mache erst noch was anderes. Ha. Und zwar, ja, wir können jetzt hier zur Blizzard-Insel reisen, aber ich gehe zuerst zur Glitzerquelle. Ihr erinnert euch, was es mit der Glitzerquelle auf sich hat? Genau, hier gehen Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Ja, jetzt sagt ihr aber, Shana und Johnny können sich nicht entwickeln. Was willst du denn hier? Richtig, wir zwei können uns nicht entwickeln. Aber vielleicht möchten das zwei andere Pokémon. Zum Beispiel unser Felino. Ja. Der du erwachen willst, lass uns beginnen. Felino verändert sich. Felino sieht ganz anders aus. Felino entwickelt sich zu Morlords. Wow, Kosenamen geben? Nein. Mögest du immer nach Entwicklung streben. Gut. Und jetzt habe ich noch irgendein Problem gesehen. Wir haben... Ja, Mitglieder. Nee, wir haben nur ein Lavita. Aber wir haben bereits ein Pupita. Das muss weg. Das muss weg. Sonst kriegen wir ein Durcheinander. Weil Leute, die sich mit Pokémon auskennen, können sich etwa vorstellen, wir kriegen gleich unser eigenes Pupita. Also unser eigenes. Ist vielleicht ein bisschen falsch genannt, aber... Falsch genannt, wow, ist auch krasses Deutsch heute. Nein, unser Lavita möchte sich natürlich auch entwickeln. Und das möchten wir ihm natürlich nicht verwehren. Eine Stimme ertönt, der du erwachen willst, dies ist die Glitzerquelle. Wünschst du eine neue Entwicklung? Ja, ich nicht, ich kann leider nicht. Aber dafür Lavita. Viel Glück, Lavita. Oh, vielen Dank, ich habe ein bisschen Angst. Brauchst du nicht, alles kommt gut. Lass uns beginnen. Lavita verändert sich. Lavita sieht ganz anders aus. Lavita entwickelt sich zu Pupita. Kosenamen geben? Nein. Mögest du immer nach Entwicklung streben. Gut. Natürlich könnten wir jetzt auch noch alle anderen Pokémon, die sich entwickeln könnten, jetzt entwickeln, aber das tue ich euch nicht an. Das würde zu lange dauern. Das mache ich dann irgendwann offscreen. Hier zum Beispiel diese... Ja, die Macholos hier, die könnten sich... Na gut, das nicht. Aber die zwei könnten sich auch entwickeln und so weiter. Aber wie gesagt, das würde jetzt zu lange dauern. Erstmal wieder mein Team bereitstellen. Pupita. Ja, ins Team bitte. Und... Was? Ach so, Macholo ist noch drin. Ach so. Na ja gut, du kannst dich ehrlich verabschieden. Ja, bitte tschüss. So, wir haben bereits drei Stück. Gut, aber seht euch das an. Das Macholo von eben hatte Level 45. Unser Pupita hat nur Level 40. Und unser Morlord hat nur Level 38. Na toll. Die sind richtig schwach, weil sie nie mitkommen durften zu großen Erkundungstouren. Das ist ziemlich schade. Aber naja, was soll's. Sind wir jetzt alle vier dabei? Ja, sind wir. Gut, dann
würde ich sagen, versuchen wir es auf zur Blizzard-Insel. Ich hoffe, wir sind nicht zu schwach. Naja, wir werden sehen. Gut, willkommen auf der Blizzard-Insel. Und zuallererst, bevor ich es vergesse, muss ich mir natürlich zuerst ausrüsten. Gut, also ich hätte gerne die Röntgenaugen. Oh, das sieht doch schön aus. Dann gebe ich das Hellblau-Band. Ja. Das Braun-Band. Soll ich nicht? Doch, ich geb's Morlord. Und das Zinkband gebe ich Pupita. So, es sind keine Items in der Nähe, also gehe ich dann gleich weiter. Ebene 2. Nach unten. Wow, ist das verwirrend mit diesen ganzen Punkten mitten im Bild. Naja, ich wollte das ja. Oh, die Treppe. Geil, gleich weiter. Ebene 3. Ein Hallo Meryl. Von dir habe ich jetzt nicht so große Angst, muss ich ganz ehrlich sein. Tschüss. Wow, gibt aber übel Erfahrungspunkte. Was gibt es denn hier? Wow, gibt es hier viele Pokémon. Sie könnten sich bereits anschließen, das ist cool. Ich gehe hier entlang und da ist ein Botogel. Ich mag Botogel nicht in diesem Spiel, es ist auch gefährlich. Scheiße. Ja, das war jetzt uncool. Weg da. Na, Moment, für dich? Scheiße. Wollte ich jetzt eigentlich Solarstrahl einsetzen, aber ich war zu ungeschickt beim Tastedrücken, könnte man sagen. Aber es hat ja auch so gepasst. Da ist ein Item, eine Beere. Nehme ich mit. Oh, ich fühle mich so viel sicherer als im Abschluss-Dungeon, ganz im Ernst. Das tut so gut. Ein Enteron. Hallo Enteron. Und tschüss Enteron. Was? Es beginnt zu schneien, Kacke. Wuchtorb. Ich gehe mal nach oben, hol mir noch das Item da. Na, da kommt ein Gegner. Botogel, scheiße. Komm näher, Botogel. Und tschüss, Botogel. Zack! Gut, also das Item, es ist nur ein Orb, scheiße. Aber ein... Oh, ne, er starb, aber ich habe gar nichts gesagt. Die sind, wie gesagt, verdammt wichtig für mich. Ebene 5 und die Musik. Ditch, 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 ditch. Was soll denn das? Flieh-Orb. Hallo, Azuril. Azumarill. Ja, klingt schon besser. Nee, ich will oben lang gehen, weil da gibt's Items. Ist geil, wie ich jetzt einfach nach den Items gehen kann. Ja, dieses Item ist echt klasse. Echt klasse. Dann nach oben, ein Sneebel. Zack. Sneebel ist cool und es lässt mir sogar eine Box fallen, danke. Eine TM und es ist... Oh, Blizzard, apropos Blizzard. Scheiße. Ich könnte jetzt Eistrahl oder Blizzard an Schana beibringen. Ich glaube, ich nehme Eistrahl. Oh, Warlord könnte... Oh. Aber erstmal Schana. Und ich glaube, Tackler sie 30 Mal. Bist lässt zwar eventuell zurückschrecken, hat sie aber nur 19 Mal. Deswegen Bist vergessen. Ja. Und einfach mal sehen, Blizzard, wie viele AP hat denn das? 7. Ja gut, dann lassen wir es mal erstmal noch. Und genutzte CM, die könnte ich eigentlich wegwerfen, aber nee, ich nehme sie nochmal mit. Wir haben ja Platz. Gut, was? Kommt weg von der Falle, Leute. Oh Mann. Gut, hier geht... Oh, gleich 2 CMs. Und Blizzard nochmal. Und Reflektor. Pff, gleich 2-mal Blizzard gefunden. Eigentlich cool. Ich überleg's mir dann vielleicht doch noch. Ich glaube, da vor uns ist auch ein Pokémon. Treffe ich so? Meryl nimmt keinen Schaden, warum nicht? Na also. Tschüss! Mundtier, tschüss! Was ist jetzt mit dem Meryl eigentlich passiert? Komm näher, komm näher, komm näher. Ah, Botogel. Nein, ich will nicht gegen Botogel kämpfen. Ich will nicht gegen Botogel kämpfen, dann ist da gleich noch eines. Weißt du was? Hier, Solarstrahl. Ich weiß nicht mehr genau, was dieses Vieh alles kann. Aber ich glaube, es ist sehr fies. Pupita, schaffst du das? Ja, natürlich schaffst du das. Nochmal bitte. Ja, Pupita, mach jetzt bitte. Danke. Gut. Und da ist die Treppe. Aber hier kommen wir wesentlich besser voran als in im Abschluss-Dungeon, ja. So, Solarstrahl vorbereiten und zack. Weggewärmst. Bumm, und wenn mir... Nee, ich schaff's sogar alleine. Ich dachte schon, wenn mir Pupita hilft, dann ist dieses Mund hier auch gleich weg, aber es hat ja gepasst. Ein Wuchtorb, ja toll. Noch ein Wuchtorb, ja noch viel toller. Gehen wir, ja gut, hier hoch. Da ist nichts mehr, gut.
sind nur 3 gegnerische Pokémon auf der Karte zurzeit. Warum? Hier gibt es auch nichts, ist nur eine Sackgasse. Alles klar. Jetzt kommt dann gleich ein Pokémon auf uns zu. Das Entoron da, vielleicht. Ja, kommt, das ist ein Doben. Oh oh. Da oben ist ein Keifel. Starkes Eis-Pokémon. Zack! So, zusammen schaffen wir das, Shana. Nein, nicht Kratzfurie. Hallo, bist du denn wahnsinnig? Synthese! Und Shana, bitte mach was. Ja, genau. Genau so, perfekt. Okay, jetzt da vorsichtig, Leute. Ich will das Keifel nicht aufwecken, ja? Gut. Kommt es näher? Ja, es kommt näher. Gut, dann lade ich wieder meinen Solarstrahl auf und vernichte es. Solarstrahl gefällt mir eigentlich immer und immer besser. Aber ich hätte doch gerne meine TM. Meine gesuchte TM. Finde ich dann doch noch ein bisschen cooler irgendwie. So, kommt. Was? Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja gut. Warlord und Shana finden das bestimmt toll. Also weiter. Ebene 7. Nee, ich will rechts entlang. Vielleicht kriege ich da gleich ein tolles Item. Da unten. Nee, ist nur Geld. Okay, und hier kommen Gegner. Oh oh, Keifel. Keifel, Keifel, Keifel. Das muss schnell erledigt werden. Oh. Es ging sogar schneller als erwartet. Noch ein Keifel. Ich muss einfach treffen, ja. Und dann will ich hier nach unten gehen. Weil da ist ein Item und gleich auch die Treppe. Wow, wir kommen sehr gut voran. Und unser Team ist irgendwie ziemlich blau, merke ich gerade. Außer ich. Also blau im Sinne von der Farbe blau. Ja, ihr versteht schon. Gut, da oben ist ein Orb. Ein Sog-Orb. Das ist übrigens auch cool. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Zieht alle Items der Ebene zu mir. Was aber suboptimal ist, wenn... Oh, ein Wapplu. Schön. Ja, wenn zum Beispiel ein Keklo-Markt in der Nähe ist, ja, da werden natürlich auch seine Items zu uns gezogen und deshalb dann das Gefühl, oh, die haben mich beklaut, ich werde jetzt die Verbrecher töten. Und glaubt mir, es würde uns töten. Die Viecher sind brutal. Oh, schön. Und gleich weiter. Ebene 10. Ja, 4 Items liegen rum. Ein Item. Hier unten ist das TM. Lake haben wir auch schon. Beziehungsweise wollen wir auch gar nicht. Oh, der Magen knurrt. Oh, wie schade. Wir haben... Oh, Moment. Den Ginseng will ich noch essen. Oder trinken. Und zwar für mich. Jetzt ist meine Tackle-Attacke noch stärker geworden. Das ist sehr schön. Aber ich wollte ja eigentlich einen Apfel essen. Bei der Gelegenheit könnte ich auch gleich noch Items ausrüsten. Und zwar die Eisendorne, weil die stärker sind als die Kiesel. Gut. Da ist Geld. Und es geht gleich weiter. Ebene 11. Ich weiß auch nicht, wie groß das dieser Dungeon ist, aber ich glaube, es ist relativ machbar. Oh, nur so viele Top-Elixiere. Geile Sache. Gut, hier oben ist wieder ein Item. Hallo, Schnäppke. Geh weg, Schnäppke. Radar-Orb. Ah, ich habe schon wieder alle... Scheiße, wisst ihr was? Ich werde einfach mal diesen Orb hier aktivieren. Bringt mir zwar überhaupt nichts, ich weiß. Und die Box nehme ich mit... gegen den Wuchtorb. Ja, so. Hier drüben ist noch ein Item. Ja, bloß Geld. Macht aber nichts. Ist das schön, wenn man ungefähr weiß, wo die Items und wo die Gegner sind. Trotzdem wurde ich gerade aus dem Hinterhalt angegriffen. So, zack. Zack, mit meiner üblen, krassen Tech... Halt, da ist ja... Da ist ja sogar die Dingens. Die Treppe habe ich gar nicht gesehen auf der Karte. Ja, komm näher, Keifel. Nein, es kommt nicht näher. Scheiße. Bumm. Ja, das hast du gut gemacht, Warlord. Perfekt. Ja, da unten ist die Treppe, habe ich gar nicht gesehen. Ha. Ha. Ja, ha. Klingt fast nicht dumm. Habe ich noch... Nein, ich habe ja keins mehr. Scheiße. Aber ich habe ja... Bam! Eisendorne. Shana, bitte verwehr es. Ja, oder töte es gleich. Umso besser. Da oben kommt irgendwas auf uns zu. Bam! Azumarill, tschüss. Hier ist wieder mal nix. Aber da links sind ganz, ganz, ganz viele Items. Gleich mal nachsehen. Und die Treppe auch noch. Geil. Also das nehme ich mit. Nee, will ich nicht haben. Die Beere esse ich einfach mal, weil ich kann. Und nee, Shana darf sie essen. Komm. Nom, 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 nom. Und da unten das Item sehe ich mir auch noch an. Geld. Meinetwegen. Warum auch nicht? So. Weiter. 13. Wo sind wir? Da unten.
wieder ungleiche Treppe, aber ich will mir die Items ansehen. Was haben wir hier? Heilsamen. Ja, komm. Irgendjemand hat bestimmt Hunger. Nein, ich... Essen. Pupita, darfst du essen? Om nom 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 nom. Gut, und dann hier unten ist noch ein Item. Was ist das? Ach so, ach so. Nasknet habe ich jetzt gar nicht erkannt. Sehr gut. Das nehme ich dann auch gerne mit gegen den Wuchtorb. Bitte tauschen. Dann ist da links noch ein Item. Ist zwar nur ein Samen. Ja, Taubsamen. Ja. Nee, brauche ich nicht. Komm, ich gehe. Ich gehe weiter. Was sagt eigentlich die Zeit? Oh. Wir haben das Ende des Parts schon erreicht. Gut. Dann würde ich sagen, suchen wir hier noch kurz die Treppe, wie immer. Und dann werde ich für heute beenden. Ich will links entlang. Da ist sie auch schon. Pff, toll. Kommt Leute alle rein in den Raum. So. Gut, Leute, das war's für heute mit Pokémon Mystery Dungeon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht finden wir dann auch heraus, was es mit diesem Erkunder Shedox auf sich hat. Wer weiß. Gut, bis dann, Leute. Tschüss.